So, Freunde, das ist mein anderer Sperrmüllfund. Das war eigentlich alles in einer Tüte, lag da rum, weil mir kam die Tüte so ein bisschen schwer vor. Da habe ich gedacht, guck ich mal rein. Fand ich geil, waren Autos drin, also LKWs und Bagger und sowas. Und da habe ich gedacht, das nehme ich mit. Aber hier, nicht vergessen, das ist einmal hier so ein LKW mit einem Aufleger hier. Da kann man Autos drauf tun. Dann haben wir noch so einen. Das ist fast derselbe, nur in einer anderen Farbe. Dann haben wir hier noch einen. Achtung. Der Kran. So, das ist der dritte LKW. Und hier kommt ein Bagger. Und die sind alle eigentlich so ziemlich aus Metall. Die meisten sind aus Metall. Ich weiß nicht, was die wert sind. Keine Ahnung, ob das vielleicht Sammlerstücke dabei sind oder nicht. Ich fand es einfach nur toll, da habe ich genommen. Aber natürlich, hier ist ein Kran oder irgendwie sowas. Alles vom Sperrmüll. Natürlich, wo das lag, bin ich erstmal ans Haus gegangen und habe die Leute gefragt, ob ich es mitnehmen darf. Weil es natürlich auch alles, was auf der Straße liegt, gehört dem Staat dann sozusagen, wenn es Sperrmüll ist. Aber ich habe die Leute auch gefragt, ob ich das mitnehmen darf. Somit bist du auf der sicheren Seite und dir kann nichts passieren. Bevor du irgendwas einfach so nimmst, frag lieber, dann bist du auf der sicheren Seite. Weil es gibt so viele Idioten, die dann natürlich ihren Müll so verteidigen. Ach, da kenne ich auch so viele. Da darfst du nichts anfassen, aber wenn du ganz höflich fragst, ob du das mitnehmen darfst, ist kein Problem. Es gab aber auch schon Fälle in der Sperrmüllzeit, das ist schon länger her, das war in der Zeitung, da hat ernsthaft jemand aus Polen, die kamen ja öfters rüber und haben auch Sperrmüll, viele Sachen so eingesammelt, und einer hat ernsthaft einen Blitzer versucht einzupacken in sein Auto. Als die Leute das gesehen haben, dass der versucht, der Blitzer irgendwie abzubauen, sind die hingegangen, haben natürlich ihn darauf hingewiesen, hey, was machst du da? Und er dachte, das wäre Sperrmüll und wollte das mitnehmen, also Stallschrott und sowas. Als ich den Artikel gelesen habe, habe ich mich auch kaputtgeschmissen. Aber das ist hier noch ein Fund, was ich gefunden habe. Man findet echt unglaublich viele Sachen auf so einem Sperrmüll. Ich weiß nicht, warum die Leute sowas wegwerfen. Das kann man doch immer noch irgendwie vertickern. Wenn man auch selbst nur 1 € pro Auto bekommt oder pro LKW, hast du immer noch 5 bis 10 € damit gemacht. Das ist optimal für mich jetzt. Ich kann die Dinger verkaufen. Vielleicht sind die auch mehr wert, wenn das so Sammlerstücke sind oder sowas. Dann habe ich es gut. Aber ich muss erstmal recherchieren und dann sehen wir weiter.